Und jetzt sind wir im kleinen Küchenstudio von Wagner Haushaltgeräte in Bratelen und ich habe eine grosse Freude, hat der Studi antreffen. Studi, zur allerersten Frage, ein Koch normalerweise, der geht ja mit seinen Messern aus dem Haus. Wie ist jetzt das mit den Pfannen und dem Herd? Da triffst du alles Mögliche an unterwegs. Wie wichtig ist das für dich, um deine Kreationen zu machen, wenn du am Kochen bist, was du für Utensilien brauchst? Also es ist tatsächlich eine Herausforderung. Also meistens sind es ja ganz neue Küchen, wir waren schon nicht drin. Ich habe vor kurzem gerade in der südafrikanischen Botschaft in Berlin Küche entjungfert. Das war ein Erlebnis. Es ist wirklich noch nie jemand drin gekocht und dann kommt zuerst ich dort rein. Ein bisschen afrikanischer Style haben wir gekocht. Die Schweizer ist afrikanisch, aber es ist gut gekommen. Und da jetzt zu Bratelen ist es ein grosser Vorteil, dass es Mehlgeräte sind, die ich daheim auch habe. Also mit denen komme ich relativ gut Schlag. Messer hast du schon gesagt, immer selber mitbringen. Und die anderen Sachen muss man sich einfach ein bisschen aneinander gewöhnen. Wie im richtigen Leben. Aber was heisst das jetzt, wenn du ein spezielles Stück Fleisch oder einen Fisch machen willst? Ist das denn wichtig? Heute gibt es ja fast eine Fusion. Also da sieht man ja am Herd, ist ja meistens schon eine Delle drin und die Pfanne verschmilzt drin. Hat das für spezielle Begebenheiten, dass das so dann kocht oder nicht anbrotet. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Es ist natürlich schon bei mir ein bisschen die Herausforderung, dass genau schaust, was passiert um dich herum. Du willst ja noch ein bisschen interagieren mit den Zuschauern, die da sind. Du schaust, dass meine Assistentin, die ich heute habe, Brigitte, dass die schaut, dass nichts anbrennt. Also es müssen viele Leute schauen und am Schluss haben wir einfach ein gutes Resultat. Die Leute können probieren. Das ist, glaube ich, das Tolle an einer Messe, wenn ich dort bin, dass sie mich mal zum Anlangen haben und sehen, der kann kochen, man kann es essen. Jetzt bist du so ein Multimedia-Talent, kann man sagen, der Perfektionist im Koch verschmilzt auch, weil du bist enorm darauf angewiesen, dass das Timing stimmt, oder? Beim Kochen. Ja, genau. Timing ist eigentlich das A und O. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich selber im Restaurant sitze, am Essen und sehe, dass mein Essen quasi, als Koch schaust du immer, dass die Küche kannst schauen, schon am Pass ist und du weißt genau, das wäre eigentlich jetzt mein Essen und es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht. Das wäre jetzt genau. Kennst du das? Das kennen wir, glaube ich, alle in dem Moment, oder? Und als Koch bist du halt noch ein bisschen anders aufgestellt, oder? Du bist dann am Leiden, oder? Und willst dem Kellner sagen, hol's endlich, oder? Oder ich habe es schon mal selber geholt, ganz ehrlich. Jetzt hast du gesagt, wenn ich mal in einem Restaurant bin, jetzt, ich mag mich erinnern, früher als Musiker war das furchtbar gewesen, andere dann anhören, weil man wartet immer, man kann kaum abschalten. Wie ist das bei dir? Sitzt du an den Tisch und sagst, heute kann ich geniessen, kannst du das abschalten und nur in deine Geschmackszellen abtauchen? Ja, Geschmackszellen abtauchen ist schön, ja. Das kann ich glaube schon, aber so komplett abschalten, ist relativ schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, das Gleiche wie ein Schriftsteller, der ein Buch liest, wo irgendwie Fehler drin sind. Oder ein Musiker, der halt tönt, dass Lieder falsche Tonart gespielt werden. Und bei mir genau das Gleiche. Also du bist immer ein bisschen am Schauen, auch Inspirationen suchen natürlich. Wenn ich gehe essen, also heute Abend noch zu Bratel irgendwo fein gehe essen, so, das ist für mich gerade eine Inspiration. Also es ist immer ein bisschen, der Beruf schwingt halt mit. Sieht man etwas, ah, das könnte man auch mal ausprobieren. Oder hätte ich jetzt anders gemacht, das gibt es auch mal. Aber so komplett abschalten ist schwierig. Was sind deine Pläne und was bist du dran? Wo kann man die aktuell dann auch wieder sehen, wenn man die nicht unterwegs vielleicht einmal antrifft? Also aktuell meine Pläne, ab übermorgen mache ich wieder Landliebe TV. Das läuft bei Sat.1 Schweiz. Werden 10 Sendungen produziert, das mache ich innerhalb von 3 Tagen. Dann im Oktober bin ich in Köln, dort machen wir eine neue Sendung für das ZDF, die heißt Koch im Ohr. Das heisst, wir tun Laien übers Ohr, also die haben wirklich nur so einen Sender im Ohr, fernsteuern quasi als Köche und die müssen kochen und sie können nicht kochen. Das wird sicher lustig. Kuchischlacht nach wie vor und bei Kabel 1, mein Lokal, dein Lokal, Spezial, da bin ich nächste Woche auch wieder zu sehen. Gut, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, walte deines Amtes. Ich sehe, es liegt ein hervorragendes Stück Fleisch. Ja. Viel Spass und vielen herzlichen Dank. Danke dir vielmals. Alles Gute. Emil, das war jetzt ein grosses Vergnügen, hier mit dem Studi schnell ein bisschen über die Materie zu plaudern. Wie hast jetzt du das erlebt hier mit den Leuten? Was hat das für das Publikum bedeutet? Warum hast du das Studi überhaupt geholt? Also für mich ist das natürlich eine grosse Ehre, dass er zu uns auf Bratelen kommt. Das ist das zweite Mal, das wir ihn haben. Und eben ist er ein bisschen ein Magnetpunkt für unseren Stand, der uns sehr viele Kunden bringt. Und es hat viele Leute auch in Bratelen, die natürlich gerne kommen, so Fernsehköche anschauen, die etwas Glatzes im Kochen, wo man auch essen und schmecken und immer probieren.
Jetzt hast du natürlich das grosse Vergnügen gehabt, ihn die ganze Zeit dürfen zu erleben. Was machst du als Koch daheim? Wo sind dort deine Stärken? Hast du jetzt ein bisschen abschauen? Abschauen habe ich nicht können, aber Kochen ist natürlich mein Hobby. Also ein Rindsfilet, ein gutes Rosa erzogen, habe ich sehr gerne. Mit einem schönen Sösali dran, wenn es noch ein schönes Gratin hat und ein gutes Dessert. Was man zwar nicht hat vom Cholesterin her, aber das ist, ich tue gerne gut essen. Wie weit bist jetzt du in dem Sinn in der Technik angekommen beim Kochen? Tust du Induktionskochen? Tust du, was weiß ich nicht, steamen und was man alles? Da bist du der Fachmann, erzähl mir doch etwas. Ja gut, wir haben natürlich, wir sind früher ein bisschen gegen die Induktionsfelder gewesen, aber heute selber eins. Das ist von mir aus gesehen heute das Beste, was es gibt. Also es geht sehr rassig, es ist gasähnlich, man kann schnell hochkochen, man kann reduzieren und dann geht es sofort zusammen, man kann die Finger nicht verbrennen. Also von mir aus ist das Beste, was es überhaupt gibt, Induktion. Und die neuen Induktionen, wie wir jetzt hier von der Miele eins haben, das ist sogar eins, wo man Spiegeleier machen kann, drauf, ohne dass es anbrennt. Also man kann stufen, wie es ist, aber es wird nicht mehr zu heiß. Es gibt so einen 3-Stufen-Plan drauf. Ja, aber heisst das, dass man gar keine Pfanne mehr drauf oder wie? Wir können es theoretisch schon in die Pfanne machen. Nein, man tut die Pfanne drauf, aber man kann eine Minimalstufe einstellen. Und da kann also jemand, der nicht Spiegeleier machen kann, kann dort Spiegeleier machen, ohne Problem. Man kann Stufen Spiegeleier einstellen und das macht es. Und das verbrennt es nicht. Wahnsinn. Komm, wir gehen doch gerade noch eine Stufe weiter, wenn wir schon dran sind. Haushaltsgeräte ist ja nicht nur Küche, Waschmaschinen und so. Wie sieht es dort aus? Ist dort auch eine neue Errungenschaft unterwegs? Ja, bei der Waschmaschine ist genau das Gleiche. Auch da kommt halt die neue Technik, also was man sich über das Handy kann bedienen kann. Das wird immer mehr kommen. Es gibt Kühlschränke, die haben heute schon das ganze Internet auf der Fronttür. Wenn wir hier einen haben, wo man kann zeichnen drauf, die nächste Variante ist, wo man das ganze Internet kann, also von der Küche aus, gerade mit dem Internet spielen. Gut, aber ich glaube, man kann schon sagen, waschen, putzen und kochen muss man immer noch selber. Das muss man noch selber, ja. Aber einkaufen zum Beispiel, es gibt Kühlschränke, die haben Kamera drin, die zeigen auf dem Handy schon, wenn man im Coop ist oder im Migros, das fehlt und das kann man, kann man direkt mit heimnehmen. Man muss nicht umher schauen, ob es noch dort ist. Also es ist vielseitig und es wird immer mehr die Zukunft sein. Wahnsinnig. Jetzt bin ich baff.